Was war der beste Rat, den du je bekommen hast? Der kam von meiner Frau und der ist: Vergiss nicht ab und zu auch mal anzuhalten und stolz darauf zu sein, was du erreicht hast. Weil wir Sportler, oder ich würde sagen, erfolgsgetriebene Menschen, wir haben die Tendenz, nach einem Erfolg gleich den nächsten zu wollen. Nach einem fast perfekten Rennen redest du die ersten 5 Minuten im Ziel über, was nicht perfekt war. Anstatt über die 8 Stunden zu reden, die eigentlich perfekt waren. Ich lege einem jungen Athleten ans Herz, dass wenn er merkt, dass er nicht in das Raster passt, das von einem Verband oder einem Club oder einem Trainer verlangt wird, dass er sagt, ich bin so, dass er sich selber vertraut, dass er sagt, der Erste ist anders als die anderen. Deshalb ist er auch der Erste, weil sonst wäre es ja wäre in der grauen Masse. Und das wäre mein Rat an die jungen Athleten, die sich vielleicht jetzt gerade hinterfragen und sagen, hey, ist es denn was, wenn mein Trainer oder der Verband, die wollen das von mir. Wenn du überzeugt bist von deinem Weg und du den mit jeder Konsequenz gehen kannst und willst und es dann auch tust, dann hast du den maximalen Erfolg. Und wenn du den Erfolg nicht hast, wie ich ihn in 2012 nicht hatte, dann kannst du 10 Jahre danach zurückschauen, eine kleine Träne verdrücken und trotzdem sagen, ich habe alles gemacht und es war eine gute Zeit. Und du musst nicht bitter sein. Da mein Körper dann wieder wirklich voll bereit ist, weil ich bin jetzt hoch motiviert, ich habe die Form meines Lebens und ich will am Ironman Hawaii im Februar als erster Schweizer seit 35 Jahren wieder aufs Podium kommen. Und jetzt muss ich aufpassen, dass ich den Job, der vor mir liegt, der nächste Schritt, den ich eben vorher erwähnt habe, den richtig mache und nicht wegen meinen Emotionen etwas Falsches mache. Mittelfristig bedeutet diese Herausforderung die Planung über einen Ironman, der jetzt verschoben wurde in den Februar, also dass wir den Schweizer Winter gut strukturieren, der das erste Mal eigentlich in meiner Langdistanzkarriere ganz anders aussieht, weil sonst war immer Oktober Kona und dann konnte man wählen, wo man im März oder im April dann wieder starten will. Das ist mittelfristig, das kann ich auch sehr gut meinem Trainer etwas abgeben, die Aufgabe. Und langfristig ist es so, ja, ich bin auch 35, 36 Jahre bald und bin sicher im Herbst meiner Karriere und will auch da einfach den richtigen Zeitpunkt finden, um dem Sport Adieu zu sagen und meinen Job zu finden, der mich nebenbei dann wieder erfüllen wird.